Ja, Erik Ory, Glückwunsch, 5-1 gegen Nieuwerdal. Standesgemäßer Sieg am Ende. Na, so standardsgemäß war das nicht. Ich habe die ganze Woche schon gewarnt vor das Spiel und das war auch das erwartete schwere Spiel. Ich denke, dass wir phasenweise nicht gut in die Partie waren, dass wir auch nach der schnellen 1-0 eigentlich eher uns dann schwer getan haben, weil die Spannung ein bisschen weggefallen ist. Nieuwerdal, muss ich sagen, Kompliment, haben eine gute Auffassung vom Fußballspielen und haben eigentlich dann auf unsere Hälfte gespielt. Nur waren wir heute an Effektivität nicht zu übertreffen. Sprichst du an, die erste Halbzeit war sehr zäh, zwischen der 15. und 40. Minute circa. Ja, was hat da gefehlt? War da die Aggressivität nicht da oder was war da? Das ist genau gefehlt, was ich die ganze Woche schon vor was ich gewarnt habe. Dass das nicht ein Selbstläufer ist, dass man immer das umsetzen muss am Platz, was man sich vornimmt. Und dass es mit ein paar Prozent weniger nicht geht. Und das war einfach der Fall. Und das haben wir in der Halbzeit auch ein bisschen deutlicher angesprochen. Und ja, in der zweiten Halbzeit waren wir dann sehr effektiv und haben dann auch mit der 3-0 von Sara das Spiel für uns entschieden. Nieuwerdal ist spielerisch eine gute Mannschaft, aber wir haben dagegen gehalten und dann halt mit Standards sind wir 2-0 in Führung und dann so in die Pause. In der Pause haben wir uns vorgenommen, nochmal ein Goal zu schiessen, damit wir die Sache klären können. Ja, Matthias Christen, 5-1 gegen Nieuwerdal, Serie geht weiter. Für dich persönlich ein Tor gemacht, ist sicherlich auch mal eine Erleichterung, eine Befreiung. Ja, auf jeden Fall ist es eine Befreiung, weil jetzt 5 Spiele nochmal gespielt und gleich das Goal gemacht und es freut mich natürlich sehr, dass ich das Goal gemacht habe und auf dem kann ich jetzt aufbauen und dann hoffe ich, dass es so weitergeht. In der Mannschaft läuft es ja überragend, letzten 6 Spiele alle gewonnen. Und was liegt es, dass es einmal klappt? Ja, es ist vielleicht auch am Anfang ist die Mannschaft ist einfach neu gewesen und man hat einander nicht so gut kennengelernt und jetzt haben wir uns gut eingespielt und ich hoffe, es geht so weiter. Wenn man 5-1 gewinnt, kann man sicher zufrieden sein, aber ich glaube, das Ergebnis spiegelt nicht ganz wieder, wie das Spiel gelaufen ist, weil wir haben heute eigentlich überhaupt nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben, vor allem erste Halbzeit. Und deswegen waren wir eigentlich sehr glücklich über die 2-0-Führung in der Pause, weil man muss sagen, Nieuwerdal hat eigentlich mehr vom Spiel gehabt und das war eigentlich nicht das, was wir wollten. Und ja, aber nichtsdestotrotz, unsere Serie geht weiter und jetzt haben wir wieder genug Zeit, um zu regenerieren und ja, muss man das Positive mitnehmen.